So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier bei Ni No Kuni 1. Und wir waren letztes Mal in Laguna angekommen, haben einen Dieb geschnappt und haben, ups, falsche Taste, haben den Kessel bekommen, mit dem wir halt auch ein bisschen rumexperimentieren können, aber auch nach Formeln Sachen fertigen können, wie zum Beispiel der Nixon-Tau. Wird, glaube ich, im Laufe des Abenteuers noch sehr hilfreich, würde ich mal behaupten. So, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Aufgaben, habe ich gesehen. Und zwar, ein Fischer von hat auf einmal Angst vor dem Meer verweigert. Achso, das ist schon abgehakt, sehe ich gerade. Beendet, beendet, beendet. So, drei Regenbogenblätter. Besiege aussätzliche Aussetzlinge mittels Eiseskälte und sammle Regenbogenblätter. Dann ein Fackeldolch sollen wir herstellen und einem kleinen Mädchen geben. Und natürlich auch wieder das Dings, aber ich glaube, Heiliger Dolch zum Beispiel haben wir auch noch. Ich weiß nicht. Also klar können wir jetzt noch ein paar Aufgaben machen, aber eigentlich habe ich doch schon Lust, an der Story weiterzumachen. Erstmal. Und hier haben wir nebenbei Schokolade. Schokolade. Erinnert mich ein bisschen an diese eine SpongeBob-Folge. Schokolade. Und ich bin gerade im Kreis gelaufen nebenbei. Alle hier tragen Badeklamotten. Ja, kein Wunder, dass es das Strandparadies des Südens genannt wird. Guck mal, die sind nicht richtig angezogen. Zzt, wie respektlos. Wie? Verflixt. Die gleiche Sache wie damals in Katzbuckel. Oh je. Meine Güte, was ist das für ein Aufruhr? Ah, Herr Gouverneur, Sie kommen zum rechten Moment. Was haben wir denn hier? Na, ihr besucht unsere Stadt, nehme ich an. Ihr müsst wissen, dass jeder, der sich hier aufhält, gesetzlich dazu verpflichtet ist, sich angemessen zu kleiden. Damit meine ich natürlich Badesachen. Aber wir wollen uns hier ja nicht niederlassen, ne? Wir sind nur auf der Durchreise. Das Gesetz muss dennoch befolgt werden. Die dunklen Tage der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen. Wir hatten einst große Sorgen hier. Das tut mir leid. Kaum vorstellbar, wenn man sich diesen Ort jetzt ansieht. Er ist so friedlich hier. Es ist so friedlich hier. Es war eine Zeit der großen Traurigkeit. Reisende aus der ganzen Welt segelten nach Laguna. Reisende, die sich nicht immer gut verstehen. Seefahrer sind herzlich, aber auch temperamentvoll. Ohne ständige Aufsicht liegen sie sich bald in den Haaren. Und deshalb habe ich einen Plan entwickelt, um den Frieden zu wahren. Ich bin sicher, dass ihr schon wisst, was ich meine. Genau, dass jeder in der Stadt Badesachen tragen muss, natürlich. Wie? Hat der eine Schraube locker oder was? Was soll das denn ändern? Eine ganze Menge, Fee. Denn in Badesachen kann man keine Waffe verstecken. Und egal aus welchem Land man stammt, wer hierher kommt, muss sich so kleiden. Egal ob man aus Al-Kuwait,
Katzbuckel oder dem entferntesten Inseln im Norden anreist. Wer Badesachen anzieht, wird ein Bürger von Laguna. Wow, das ist interessant. Aber es ist natürlich... es ist eine ziemlich seltsame Idee. Wie konntet ihr alle davon überzeugen, dem zuzustimmen? Hohoho. Zuerst haben sich natürlich alle darüber lustig gemacht. Keiner wollte mein Vorhaben unterstützen. Aber ich ließ mich nicht beirren. Ich hielt an meiner Vision fest. Ich schob Verbitterung und Frustration beiseite. Und warum konnte ich mich... so sehr zurückhalten? Weil ich einen Traum hatte. Ein Traum von Frieden in meiner Heimatstadt. Mensch, ich dachte, dass die sich so anziehen, weil es hier so heiß ist. Ich auch. Hohohoho, da seid ihr nicht die Ersten. Aber das beweist nur, wie friedlich unsere Stadt geworden ist. Das nenne ich ein lustiges Missverständnis. Jetzt verstehe ich das. Wir sollten den Wunsch des Gouverneurs respektieren und uns so anziehen wie alle anderen. Genau, ich will eine Bürgerin von Laguna werden. Na schön, wenn es unbedingt sein muss. Aber ich habe keine Badehose dabei. Ihr etwa? Oh, keine Sorge, mein Kleiner. Wir haben eine große Auswahl an Badesachen für Besucher wie euch auf Lager. Kommt mit zu mir nach Hause. Okay. Alles klar. Orre, orriba. Der, mitte mi. Pizzasero. Oh. どうかな? Entschuldigung, hat etwas gedauert. Wir sind zwar Jungs, aber wir wissen schon, dass Mädels fürs Anziehen oft ein bisschen länger brauchen. Nicht, Olli? Ja, schon. Jedenfalls sind wir jetzt alle Bürger von Laguna. Sehen wir uns ein bisschen um. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Hohoho. Die Badesachen dürft ihr behalten. Immer wenn ihr uns besuchen kommt, müsst ihr sie anziehen. Und jetzt kann ich endlich sagen, willkommen in Laguna. Dankeschön. Und jetzt können wir uns endlich ein Boot suchen, verflixt noch eins. Was für ein Dampfplauderer, Mann. Wir haben Badehosen erhalten. Beziehungsweise Badesachen. So. Dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal hier oben, wo der Stern ist. Guten Tag. Ahoi. Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie der Schiff, der Schiff dieses Captains? Nein, der Captain dieses Schiffs? Das bin ich, mein Junge. Captain und Herr über alles, die drauf segeln. Sie haben ein schönes Schiff, Captain. Das brauchst du mir nicht sagen. Sie ist die schönste der 7 Weltmeere. Es gibt kein edleres und furchteinflößenderes Schiff, das Wind und Wellen trotzt. Und ihr Name ist gleichermaßen edel und furchteinflößend. Denn sie ist die legendäre Seekuh. Ich muss Sie etwas fragen, Captain. Würden Sie uns an Bord nehmen? Wie? Ihr wollt auf der Seekuh reisen? Wir müssen in die Herbstlande. Halt, Mädchen. Denkst du, du könntest einfach an Bord kommen? Was glaubst du, wer du bist? Captain, ich... Also, Captain. Und ich wollte nur nochmal betonen, was für ein großartiger Captain du bist. Der junge Mann, der da vor dir steht, und ich weiß, wie verrückt das klingt, aber hör mich bitte an. Dieser bescheidene Knabe hier
Er heißt übrigens Oliver, ist nämlich gerade dabei, einfach mal so unsere verflixte Welt zu retten. Und er wird begleitet von keinem geringeren als mir selbst, Tröpfchen, dem großen Großfürsten der Feen. Oh, und ich bin Esther. Du bist eine Fee? Ich habe die ganze Welt bereist, aber einer wie du ist mir noch nie untergekommen. Und mein Junge, du bist also unterwegs, um die Welt zu retten, mit einer Fee im Schlepptau? Dann wird mein Schiff alleine wohl nicht genügen. Du wirst zwei brauchen. Oder eine ganze Armada. heißt das, dass sie uns mitnehmen? Aber natürlich, Junge. Zuvor musst du mir lediglich einen Freibrief präsentieren. Von unserer Kulifin, der äußerst erhabenen Lactitia. Schließlich segeln wir in ihren Ruhme und zum Ruhme von Al-Kuwait. Sollte die Kulifin euch die Erlaubnis erteilen, an Bord gehen zu dürfen, werde ich euch nicht im Wege stehen. Also gut, Captain, wir besorgen uns diesen Brief sofort. Schöne Worte, aber leichter gesagt als getan, fürchte ich. Wenn du aber wirklich dazu bestimmt bist, unsere Welt zu retten, dürfte es dir im Handumdrehen gelingen. Ich denke nicht, dass er uns glaubt, oder? Das ist unwichtig. Wir müssen ihn einfach nur beweisen, dass er falsch liegt. Wenn wir ihm diesen Freibrief bringen können, wird er uns glauben müssen. Gehen wir zurück nach Al-Kuwait und holen ihn uns. Kulifin Lactitia, was? Wie die wohl so ist? Ich freue mich schon drauf. Ich liebe Monarchen. Echt. Also müssen wir doch nochmal zu Kulifin. Also zu der Chefin von Al-Kuwait. Auf dem Weg dahin können wir ja nebenbei nochmal schauen, ob ich noch ein paar Aufgaben ready kriege. Warte mal, der Typ hat doch bestimmt noch irgendwelche Sachen. Na, guck mal. Braucht mal ein bisschen was. Davon zwei. Davon nehme ich auch noch mal zwei, so. Ah, okay, er hat auch Waffen. Das ist natürlich sehr geil. Und er hat tatsächlich auch noch Zutaten. Das ist das Feuersiegel und Stärkemedaillon. Eine schwere Stärkemedaille. Schwere Medaille aus Stein. Sie hat die Macht, die letzten Energiereserven ihres Trägers zu mobilisieren. Erhöht bei vollen LP die Angriffskraft. Ah, okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir noch hier so als Waffen zimmern können. Element Wind. Nicht schlecht. Der Eisenspeer ist aber auch nicht super, nicht gerade schlecht. Also ich glaube, den Eisenspeer kaufe ich mir einmal und rüste den für ihn hier aus. Weil das ist dann ja Halleluja. Der ist sogar eine Zutat, die beiden. Interessant. Resistent gegen Wasser, resistent gegen Wind. Blockt gelegentlich Angriffe automatisch ab. Ist auch nicht schlecht. Ja, komm. Kriegt er dann gleich nochmal.
Habe ich irgendwas, was ich noch verkaufen kann? Ich will es eigentlich nicht verkaufen, weil wer weiß, was ich damit, wen ich damit noch ausrüsten kann. Eigentlich. Naja. Okay, Vertraute, du hast das Schwert, das Schild und Dings. Okay. Du hast die Klaue, du hast das Ding, du hast das Ding. Alles klar. Davon gab es jetzt auch noch nichts. Okay. Zack, zack, zack. Warte mal, hast du noch irgendwas? Nee. Kannst da nichts, du da nichts. Okay, das wäre Element Wasser. Komm, wir machen mal den Linksperr mit rein. Mal gucken. Warte mal, da drüben war ja der Aufgabenheini. Mal gucken, ob da noch Aufgaben sind, die irgendwelche. Nee, Belohnung nicht. Im Gange, also die habe ich alle schon angenommen. Okay. Und die habe ich auch schon angenommen. Alles klar, dann muss ich mal gucken. Müssen wir mal gucken. Wäre natürlich geil, wenn wir das Schiff natürlich dahingehend immer weiter nutzen können. Ne, also hat man nicht nur so zu Überfahrten in die Herbstlande später, sondern so im Allgemeinen nutzen können. So, was? Jetzt muss ich kurz nochmal gucken. Die scheinen alle im Dings. So. Besiege Aussetzlinge mittels Eiseskälte. Und sammle Regenbogenblätter. 3 Stück. Da muss ich den Dolch herstellen. Da nochmal den Tagebuch finden, was, wo ich immer noch nicht weiß, nicht nachgeguckt habe, wo genau der war. Sommerlande. Südöstlich vom Katzbuckel. Nördlich des Goldhains. Auf einer Insel. In der Nähe einer Insel. An der Kenterküste. Süd. Sommerlande. Okay. Ich glaube, hier so an sich ist erstmal nichts. Warte mal. Kurz mal. Nur mal kurz gucken. Kreaturen und Vertraute. Nur mal so kurz gucken. Zweihorn, Werkel, Aussetzling. Was sind welche der Dinger eigentlich ein Aussetzling ist? Nicht, dass ich die jetzt einfach in Ruhe lasse. Ne? Da. Okay, diese kleinen Kaktusdinger sind die. Die in der Wüste auch rumrannten, sind die Aussetzlinge. Okay. Verstehe. Oh Gott, schon wieder diese Fledermaus. Eine Flattermaus, Entschuldigung. Nee, lass mal. Zack. Zack, zack. So. Zack, zack, zack. Oh, ein Augenöffner. Öffner. Bob, Stufe 12. Und Livia, Stufe 4. Stimmt, Livia hatte ich ja geupgradet.
Ja, dann komm mal her. Raubkätzchen. Bezirzen. Weil ich glaube, ein Rhinophaulus hab ich noch nicht. Ein Rhinophaulus hatte ich da noch nicht. Mondtropfen. Schick. Livia, Stufe 5. Jo, behalten wir. Ein Fauli. Ja. Ist jetzt dein Vertrauter. So, jetzt gucken wir mal, was da noch liegt. Müsste, glaube ich, Quellwasser oder so. Ach nee, ein Dingsschleim. So ein Schwammschleim. Das ist auch eine Höhle. Komme ich aber später meines Wissens nach erst ran. Sie leider auch keine Dings gerade. Schade. War doch eigentlich. Die waren doch hier eigentlich. Zack. Attacke. Schade. Die Sommersonne. Wir bezirzen die auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich die schon bezirzt habe. Daher lieber mal einmal mehr als einmal zu wenig, ne? So. Zack. Stufe 6 von Livia. Jo. Sonny. Aber ich sehe hier trotzdem leider gerade keine kleinen Dinge. Ja. Huch. Warum ruckelt das heute? Irgendwie ruckelt das heute so. Irgendwie ruckelt es heute. So, gucken wir mal bei ihm rein. Ah, Dickrede. Schade. Oh. Schade. Ich wollte gerade das goldene Ding aufsammeln, um den damit platt zu machen. So. Schnurri, Stufe 12. Übernicke, Stufe 19. Hier, wenn ich jetzt auf Anhieb die nicht sehe, gehe ich erstmal nach Al-Kuwait. Also, wo müssen wir hin? Hast du Bohnen in den Ohren? Dahin, wo die Kulifin ist, oder nicht? Zum Palast, Mann. Zum Palast. Er ist auf der anderen Seite des Hauptplatzes, Oliver. Ich zeig dir den Weg. Der schon wieder. Was ist los, Esther? Nichts. Ich hatte nur kurz das seltsame Gefühl, als ob uns jemand verfolgen würde. Da ist sicher nichts dran. Entschuldigung. Also dann, gehen wir, oder? Klar. Beim Barte des Propheten. Die
königlichen Züge, die majestätischen Rundung der Nasenlöcher. Deine Nase ist absolut identisch. Identisch mit ihrer. Wie bitte? Bitte, du musst Modell für mich stehen. Was? Wer seid ihr? Oh, vergib mir. Ich bin nur ein bescheidener Künstler. Ich arbeite gerade an dem Porträt einer Person, die du, der du verblüffend ähnlich siehst. Ich sehe aus wie eine Person auf eurem Porträt? In der Tat. Ich kann sie jedoch nicht persönlich aufsuchen. Dürfte ich dich eingehend betrachten? Naja, wenn's sein muss, nur zu. Ja. Ah, also eher so. Die Form des Kiefers ist der Schlüssel. Ja, natürlich. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Jetzt weiß ich, was ich tun muss, um mein Meisterwerk zu vollenden zu können. Ich bin dir auf ewige Dankbarkeit verbunden. Na gut, gern geschehen. Ich muss sofort zurück zu meinem Atelier. Lebt wohl. Okay, das interessiert mich. Wow, ich frage mich, wer diese Person ist, die mir so ähnlich sieht. Wer auch immer es ist, dieser Künstler findet sie wohl ziemlich hübsch. Verdammt, diese Künstlertypen sind echten Aufdringen. Was? Diese Künstlertypen sind ein bisschen aufdringlich, nicht? Und ein bisschen durchgedreht, natürlich. Wie? Was meinst du denn? Ach, nichts. Nur, dass er ein bisschen komisch war. Ist dir das nicht aufgefallen? Nur mir? Na gut, ich halte meine große Klappe. Gut, gehen wir, ne? Klar, gehen wir. Das ist ein bisschen suspekt. Ich hätte ja gelacht, wenn das Porträt gezeigt hätte und niemand, also wirklich, das irgendwie, was weiß ich, Porträt von einer Kulifin ist oder so, die einfach mal in der Hinsicht gar nicht aussieht wie Esther. Schick, das ist der Palast. Gehen wir rein, okay? Und wir werden aufgehalten. Halt! Kein Schritt weiter. Denkt ihr, ihr könntet einfach ohne Einladung in den Palast unserer hochverehrten Kalifen spazieren? Wo liegt denn das Problem, Abula? Meister Abula? Dieses Pack hat versucht, den Palast ohne Erlaubnis zu betreten. Stimmt das? Warte, du bist die Tochter des Bananenhändlers, richtig? Ich bin Abula. Visier unserer hochwürdigen Kalifin. Die Bemühungen deines Vaters, ihre Herrlichkeit mit Barbaren zu versorgen, wissen wir nach wie vor sehr zu schätzen. Ich hatte gehört, dass es dir nicht gut ging. Du scheinst dich aber erholt zu haben. Ja, es geht mir viel besser, danke. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Sag an, Kind. Mein Kind, was führt euch zum Palast? Also, wir brauchen ein Schiff und ohne einen Freibrief von der Kalifin bekommen wir keins. Du und deine Freunde wollt in Länder jenseits des Meeres reisen? Das gefällt mir. Und ich würde euch liebend gerne eine Audienz verschaffen. Allerdings stimmt etwas nicht. Die Kalifin ist leider unpässlich. So viel Freude es ihr auch bereiten würde, sie kann sich die Wünsche ihrer Untertanen derzeit nicht anhören. Oh, das ist aber schade. Verzeiht, aber sie hat verfügt, dass sie während ihrer Nachmittagshäppchen keinesfalls gestört werden darf. Dann müssen wir wohl warten, bis sie damit fertig ist. Das könntet ihr wohl, aber auf ihren Nachmittags
Im Mittagshäppchen folgt umgehend ein zweites Mittagessen. Und danach?